Okay, da kommen wir, glaube ich, erstmal nicht weiter. Also wir können, keine Ahnung. Also ich wüsste auch im Moment noch nicht, wofür wir das Harz brauchen. Hier finden wir natürlich klar schon die Runen, die dann auch auf der Tür sind. Aber das hilft mir im Moment, glaube ich, einfach noch nichts. Wüsste halt zumindest nicht was. Was haben wir denn hier noch so? Das sind wieder nur die Bäume. Das ist. Okay, das ist einfach das Ding. Manchmal löst diese Lupe halt einfach oder dieses Lupensymbol sehr früh aus. Deswegen klicke ich manchmal irgendwo hin, wo wir gerade herkommen. Das ist immer so. Waren wir da schon? Waren wir noch nicht? Und mit der Messerklinge können wir doch bestimmt. Und da drin ist eine Sprühdose. Und damit machen wir genau was? Okay, auf dem Weg entkommen wir, wenn wir entkommen. Wir kommen nicht durch das Tor. Das ist auch nichts Neues. Sprühdose der Alten zum Schnüffeln geben? Ich glaube nicht. Nein. Das war total dämlich. Wir geben mal die Reliefmarke ab. Gerade sonst nichts zu tun. In the epic battle of light against darkness, Archangel Raphael defeated Asmodai and left the world. Restored back to peace and calm. The demon was not entirely destroyed, though. A trickle of his spirit survived, for the last sparkle of his fiery life force was bound to the very hearts of his worshippers. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir noch nicht mal die Hälfte dieser Reliefmarken gefunden haben. Irgendwie würde man ja davon ausgehen, dass so die Aufteilung Reliefmarken, Illusionsobjekte und Schmetterlinge irgendwie so gleichmäßig über das Spiel verteilt ist, aber offenbar nicht. Das hat uns aber auch überhaupt nicht weitergebracht, richtig? Richtig. Bedauerlich. Hier geht da auch nichts mehr. Wir haben eine Sprühdose, eine Linse, Cracker. Ich denke mal, du wirst einige Gebiete öfter bereisen. Ja, was hat das damit zu tun? Meinst du, wenn ich an manche Orte später nochmal hinkomme, tauchen dann da plötzlich mehr Schmetterlinge auf? Oder mehr Reliefmarken? So, wie kommen wir durch dieses Tor? Über dieses Tor, über diese Mauer. Und über die Mauer, da kommt der Önisch rüber. Deswegen hast du die Collectibles schneller zusammen als die Story-Items. Er schließt sich mir irgendwie nicht. Also okay, vielleicht kriege ich die Story-Items halt nicht. Also lass es mich so formulieren. Ich gehe nicht davon aus, dass ich jetzt in alten Gebieten plötzlich noch welche von den Reliefmarken kriege, irgendwo aus dem Nichts, weil die meisten alten Gebiete sind halt abgearbeitet. Von daher gehe ich schon davon aus, dass noch eine Menge neue Gebiete kommen. Aber vielleicht ist das dann auch so wie mit den Schmetterlingen zuletzt, dass wir einfach irgendwo drei Reliefmarken auf einmal bekommen. Wir finden ja auch plötzlich irgendwie drei Illusionsobjekte in einer Szene. Was haben wir denn hier? Verdammter kleiner Trash-Panda. Hier, habt einen Cracker.
Kerze. Wo war das doch gleich? Hier, ne? Haben wir noch Streichhölzer? Nee, ne? War das mit der Linse? Okay, jetzt haben wir eine brennende Kerze und das brauche ich genau wofür? Im ersten Spiel hast du auch in allen Gebieten neue Story-Items bekommen durch Wimmelbilder? Ja. Aber im Moment sieht es nicht danach aus, als würden wir plötzlich 38 Wimmelbild-Szenen am Stück kriegen. Ich hoffe auch, wir kriegen nicht 38 Wimmelbild-Szenen am Stück. Dann raste ich nämlich aus. Das war im ersten Teil echt ein bisschen übertrieben. Brennende Kerze und Sprühdose. Wir können uns einen Flammenwerfer bauen, aber ich wusste ehrlich gesagt nicht wofür. Das ist weit weg. Nein, das ist der scheiß Baum. Der ist nicht weit weg, aber okay. Da kommen wir offenbar auch nicht mehr hin. Fackel die Alte ab. Nee. Die hat uns nichts getan. Okay, ich wollte sie auch runterschubsen, aber doch nur, um sie von ihrem Leid zu erlösen. I must report. You. Ich hatte gesagt, hier liegt noch was. Da so, aber das kann ich nicht anklicken. Kommen wir auch erst relativ zuletzt, aber wobei, vielleicht ist auch der Baum als nächstes dran. Ich habe auch ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung, wofür wir die Metallringe brauchen. So wie die redet, kann es nicht mehr lange dauern, bis ich ein Messer am Rücken habe. Ich glaube nicht, dass die noch in der Lage ist, ein Messer zu führen. Das Gesicht oben am Baum bewegt sich nur zur Deko. Also das, da kriegen wir einen kleinen Text, aber das ist kein Illusionsobjekt. Geht hier eigentlich noch irgendwas? Nee, ne? Hier ist jetzt wirklich alles durch. Also hier sind auch keine offenen Sachen mehr. Also der Punkt ist, wir können inzwischen überall hinlatschen. Aber ich wüsste ganz ehrlich nicht, was ich in anderen Bereichen gerade noch machen sollte. Ach, guck mal. Die Wurzeln bewegen sich. Bewegen sich nicht? Die Wurzeln bewegen sich. Gut, dann haben wir 3 von 3 Metallringen. Ich habe aber immer noch keine Ahnung, wofür wir die Metallringe brauchen, wenn ich ehrlich sein soll. Nee. Können wir damit am Tor irgendwas machen? Aber da war ja auch keine Öffnung oder so. Da ist ja nichts, wo wir die platzieren könnten. Die Brücke. Natürlich, wie konnte ich die Brücke vergessen? Ich Pfosten, ey. Okay, das bewegt. Können wir das nicht machen? Sowas, ne? Hm.
Oh wait, das bewegt das Äußere auch mit. Oh, okay. Die Idee war schon mal gar nicht schlecht. Na komm, das zählt doch wohl. Ach nee, Mist. Das eine Ding ist komplett vertauscht. Ah, shit. Das muss ich wirklich halt so hin. So. Eine Güte. There's the way out. Whitmarsh's mansion awaits. Ich hab's genau gesehen. Aber es ist kein Illusionsobjekt, sondern nur die Statue guckt mich sinnlos an. Oder? Nein, kein Illusionsobjekt. Weißt du, dreimal ist hier alles zu scharf, zu nässelig, zu irgendwas. Aber die Spiegelscherbe kann sie jetzt problemlos nehmen. Überhaupt kein Prima. Überhaupt kein Thema. Los geht es. Augenklappe und Rosenkranz. Der Rosenkranz ist schon mal hier. Augenkläppchen. Sehe ich gerade nicht. Rabenkopf. Na, wo wir den wohl brauchen. Schlange und Tempel. Okay, ist das die Schlange? Tatsächlich. Federkarte Käfer. Horn und Rose. Das ist niemals die Rose. Hier ist die Augenklappe. Ich sehe. Ah, hier ist die Feder. Ich wollte gerade sagen, hier ist auch der Rabenkopf. Gerade sagen, ich sehe hier einen Vogel, aber keine Feder. Tempelkarte, Horn, Rose. Das ist keine Karte. Aber das ist der Tempel. Ha. Naja, ist auch mehr eine Kirche, aber Karte, Horn und rundes Horn habe ich da auch schon gerade irgendwo gesehen. Karte, Horn und Rose. Nee, das ist ein Kelch, kein Horn. Ja, hier ist das Horn, ganz offensichtlich. Mein Mann, 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 Mann. Außerdem müssen wir die Kerze noch anzünden und irgendwo die Spinne aus dem Netz locken. Okay, das heißt, uns fehlt immer noch irgendwas, womit wir die Kerze anzünden. Haben wir eine Lupe? Hier. Okay, wir können aber nicht nochmal den Lichttrick machen. Ah, das sind Streichhölzer. Okay, das macht das viel einfacher. So, fehlen immer noch eine Karte und die Rose. Ist das zufällig nicht diese Windrose hier, oder? Nein. Sprechen wir eigentlich... Ah, wir sprechen von so einer Landkarte. Ich habe die ganze Zeit an einer Postkarte gesucht. Rose. Die Rose ist vermutlich nicht rot, sondern hier so ein hässliches... Was auch immer. Le Rabenkopf. Wo brauchen wir das? Hier. Sehr hübsch. Oh, irgendwie hätte ich erwartet, dass wir davon mindestens drei brauchen. Aber nehme ich. He's gone. This is my chance to search the mansion unnoticed. Ja, wenn wir denn reinkommen. Von dieser Seite aus kann ich nichts erkennen. Ja, aber warum... War das nicht unser Weg raus? Warum... Warum denn?
Ich dachte, wir können hier jetzt rausgehen. Oder hat er jetzt vorne das Tor offen gelassen? Natürlich nicht. Das ist ein Schlossteil? Oh, wait. Aber nicht hier. Nee, nicht hierfür. Nein, da wollte ich nicht hin. Eigentlich wollte ich... Ja, wir kommen doch jetzt... Was? Also wir können da zurückgehen, okay. Aber können wir nicht dieses Tor irgendwie öffnen? Ich dachte, das ist total der Plan, dass wir da jetzt durchkommen. Nicht so. Okay. I don't get it. Hier war auch kein Schloss mehr dran, ne? Nee, hier ist halt auch nichts. Wo muss ich jetzt hin? Was muss ich machen? Ich habe original gar keine Ahnung. Du darfst gern helfen mit Vermutung, ja. Ich stehe nämlich gerade echt auf dem Schlauch. Also eigentlich muss es ja hier weitergehen, aber... Mit der Spiegelscherbe an dem Tor und die Rückseite vom... Okay, da wäre ich halt niemals drauf gekommen. Okay, sie hat ja auch gesagt, von der Seite kann sie nichts sehen, aber ich habe gedacht, sie muss von der anderen Seite an das... Okay. Vielen Dank. In diesem Schloss fehlt ein Stück. Das setzen wir jetzt in die Spiegelscherbe ein. Ganz clever. Okay, da wäre ich halt niemals drauf gekommen. Das Symbol ist unvollständig. Einige Federn fehlen. Schmetterling. Oder war es das? Ne, das scheint es erstmal gewesen zu sein. Gehen wir doch mal hinter das Anwesen. Oh. Da fasse ich gerne mit der Hand rein. Schmetterling. Ich hätte gern jetzt das letzte Illusionsobjekt schon mal. Aber hier scheint es nicht zu sein. Zwei Statuetten fehlen, natürlich. Wie könnte es anders sein, als wäre jemals in einem Wimmelbildspiel irgendein Rätsel von Anfang an komplett. Aber diese Ranken können wir einfach mit der Hand entfernen, das ist überhaupt kein Problem. Und natürlich fehlt da auch noch der zweite Flügel. Was ist hier? Kann man mit bloßen Händen nicht machen, ja, das war irgendwie zu erwarten. Ist da noch irgendwas im Kleinkram? Nein. Ob sich etwas hinter dem Wasserfall befindet? Naja, solange dieser so strömt, ist es zu gefährlich, dies zu überprüfen. Natürlich fehlen auch hier Stücke. Hier kriegen wir auch die Ranken nicht weg. Okay, und das ist alles das gleiche Gesocks, okay. Wurzeln bedecken das komplette Gebäude. Strom dran ist oder nicht, sagt dir gleich das Licht mehr oder auch nicht. Hm.
Also jetzt haben wir halt 3 neue Baustellen, 4 neue Baustellen, wo überall was fehlt. Und können wir nicht einfach das Ding da rausziehen? Nein, das ist festgeschraubt. Na, wobei, nö. Das steht da einfach nur drauf. Können wir nicht einfach das Ding da rausziehen? Der Rabe hat etwas gehalten. In Form eines Tropfens. War bestimmt ein Schinkenbrot. Da gehe ich ganz klar von aus. Was sollte es sonst gewesen sein? Tropfenförmiges Schinkenbrot, ganz klar. Hier sind Handschuhe. Okay, dann können wir uns das Ding nehmen und das Ding. Und dann können wir doch ein bisschen weiter.